Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zunächst einmal ist es der letzte Haushalt in dieser Legislaturperiode. Und deswegen haben wir ein bisschen Bilanz zu ziehen. Bei dem Infrastrukturhaushalt, über den wir heute Morgen reden, haben wir die Situation, dass wir den in dieser Legislaturperiode gesteigert haben. Um 5,2 Milliarden Euro liegen jetzt bei 27,9 Milliarden Euro. Das ist der höchste Infrastrukturetat, den wir je in der Republik hatten. Kein anderer Etat hat diese Zuwächse zu verzeichnen. Und dies, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ein Erfolg dieser gesamten Koalition und damit auch ein Erfolg des Ministers Dobrindt und seiner Staatssekretäre, Kollege Klaus. Und das muss man deutlich voranstellen. Wir haben, das wissen wir alle, übernommen eine Situation, in der es einen erheblichen Sanierungsstau gegeben hat. Die Dehre-Kommission, die Bodewig-Kommission haben 2013 den Fehlbedarf, den wir haben in der Investition, eine Lücke von 3,2 Milliarden Euro beschrieben. Diese, liebe Kolleginnen und Kollegen, übererfüllen wir mit dem Haushalt 2017. Wir liegen 200 Millionen darüber, und das zeigt, dass diese Koalition es ernst meint, damit Zukunft gestalten. Und Zukunft gestalten heißt eben auch für die Menschen, die Arbeit brauchen, dass wir die erforderliche Infrastruktur schaffen, sie erhalten und damit die Voraussetzungen für Wachstum auch in der Zukunft langfristig generieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dieser Erfolg ist aber nicht alleine mit Geld zu schaffen. Wir sehen ja, dass bei den letzten Haushalten sehr viel Mittel, insbesondere für die Straßenausbauten, nach Bayern geflossen sind. Das ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, nun nicht das Verdienst des Ministers, der aus Bayern kommt, sondern das ist mehr das Unvermögen der 15 anderen Verkehrsminister aus den Ländern, die keinerlei Projekte für Straßenbauten mehr anbieten können. Und da liegt unser Kernproblem. Und deswegen muss es doch unser Ziel sein, genau diese Lücke auch zu schließen. Und ich will jetzt gar nicht darauf verfallen, es ist ja bei anderen Etats genügend gemacht worden, auf die Länder zu schimpfen. Ich glaube, die Bürger, die wollen nicht, dass wir untereinander uns auf diese Art und Weise in die Wolle bekommen, sondern die wollen Lösungen angeboten haben. Und die Probleme sind eben, wie dargestellt, nicht auf dem Finanzsektor primär, sondern uns allen fehlen Planungskapazitäten. Uns fehlen die Ingenieure, es fehlen diejenigen, die entsprechend baureife Projekte nach vorne bringen. Und deswegen wird auch bei der Infrastrukturgesellschaft, wenn wir die dann 2021 auf die Spur bringen, ein ganz anderes Thema im Vordergrund stellen, als es heute diskutiert wird. Heute wird in den Ländern diskutiert, wie können wir dafür sorgen, dass die Mitarbeiter dort auch ordentlich übernommen werden. Ich glaube, die Frage wird eine ganz andere sein. Die wird nämlich sein, dass die Länder, die ja auch weiterhin für ihre Landesstraßen, zum Teil für Bundesstraßen Zuständigkeit haben, uns gar nicht so viele Ingenieure geben, wie wir brauchen für eine ordentliche Aufgabenerfüllung. Und deswegen haben wir auch in diesem Etat gesagt, wir schaffen selbst einen Studiengang für Ingenieurswesen bei der Bundeswehr-Universität in Hamburg, um selbst in Trimestern, also schneller als andere Universitäten das können, dafür zu sorgen, dass langfristig, wenn wir die Aufgabe 2021 übernehmen, auch selbst dafür Sorge tragen, dass wir den Nachwuchs in diesen Bereichen haben. Und dies, Kollege Klaus, zeigt, dass wir langfristig gut aufgestellt sind, langfristig denken und auch für die wirklichen Ressourcen, die wir dann brauchen, sorgen werden. Und das gilt im Übrigen auch nicht nur für die Straße. Wir werden über 1 Milliarde in 2017 auch in die Wasserstraße investieren. Und wir haben dort ein ähnliches Problem. Auch dort ist in den letzten Jahren viel Geld gar nicht ausgegeben worden, das wir bereitgestellt haben. Deswegen haben wir uns darum gekümmert, dass wir nicht nur neue Projekte festschreiben, sondern mit diesem Haushalt auch neue Planstellen festschreiben und dafür sorgen,
dass die 12.500 vorhandenen Kräfte wenigstens die Infrastruktur so in Ordnung halten und wir sauber trennen, wenn wir sagen, wir wollen politisch die Wasserstraßen weiter nach vorne bringen und damit auch einen ökologischen Verkehrsträger, der noch Reserven hat, ertüchtigen, dass wir dafür dann auch das nötige Geld, die Ressourcen und die Planstellen bereitstellen. Und nun hat es in der Vergangenheit ja manchmal auch gedauert, bis dann Planstellen, das haben wir ja auch im letzten Jahr schon so gemacht, dann besetzt werden. Deswegen haben wir uns in diesem Jahr auch mit dem Ministerium darüber unterhalten, wie denn die Abläufe im Hause so sind. Und im Ergebnis heute darf ich feststellen, auch wenn wir jetzt erst in, heute Mittag den Haushalt 2017 beschließen werden, finde ich das schon eine anerkennenswerte Leistung, dass heute Morgen die Planstellen, die wir jetzt gleich beschließen werden, schon ausgeschrieben sind. Das ist nicht nur eine beachtliche Lernkurve, sondern, Herr Minister Dobrindt, voller Respekt muss man sagen, besser geht es nicht. Und so trifft es auch mit unserer Initiative für umweltschonende Kraftstoffe zu. Wir haben beschlossen, nachdem wir festgestellt haben, dass wir in der Privatwirtschaft den Umschwenk auf LNG nicht mit der Kraft haben auf den Weg bringen können, wie wir uns das vorgestellt haben, dass wir selbst jetzt vorangehen müssen. Mit den beiden Mehrzweckschiffen Schahörn und Mellum machen wir einen Anfang. Und die Ausschreibungen waren ja vorher auch schon veröffentlicht, allerdings mit dem Hinweis, dass dort dieselelektrischer Antrieb vorgesehen war. Und wir haben beschlossen, auch wenn es Mehrkosten sind, wir müssen als Vorbild vorangehen, wenn wir wirklich saubere Luft an unseren Küsten, auf dem Meer, in unseren Städten haben wollen, dann müssen wir auch mit den Bundesschiffen voranmarschieren und diese entsprechend umrüsten. Und ich bin dankbar, dass ich die Zusage aus dem Ministerium bekommen habe, dass auch die laufende Ausschreibung unverzüglich umgestellt wird auf einen Dual-Fuel-Betrieb, damit wir hier LNG bei den Bundesschiffen haben und ein leuchtendes Beispiel, ein Leuchtturmprojekt haben, dass wir auch ernst meinen und selber vorangehen mit dem, was wir von anderen erwarten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und genauso wollen wir auch mit der Bahn voranschreiten. Ja, es ist richtig, wir haben eine Situation, in der die Bahn, was die Verschuldung angeht, wieder in einer vergleichbar schwierigen Situation ist, wie sie das Mitte der 90er Jahre war und der Bund sie nahezu entschuldet hat. Aber wir bekennen uns zu der schienengebundenen Verkehr. Wir lassen deswegen die Bahn nicht hängen. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir müssen uns dieser Thematik annehmen. Aber jeder, und das gilt auch für die Bahn, der in die Situation kommt, dass er seine selbst geschaffenen Probleme vom Haushalt bereinigen lassen will, der muss eben auch damit rechnen, dass der Haushaltsausschuss dann sagt, wohin die Reise geht. Und deswegen haben wir drei Dinge beschlossen. Zum einen machen wir eine Eigenkapitalstärkung, ja, das ist richtig, von 1 Milliarde. Aber davon haben wir 500 Millionen an Bedingungen geknüpft, die die Bahn zu erfüllen hat. Ja, wir machen zweitens über 350 Millionen einen Verzicht auf eine Dividende. Aber wir sagen auch drittens, dass wir von der Bahn erwarten bzw. von der Regierung erwarten, dass wir bis Ende September nächsten Jahres Konzepte dafür haben wollen, wie die hohen Ansprüche, die wir an die Bahn haben, in Einklang zu bringen sind mit den Einnahmezielen, die die Bahn hat. Denn in diesem schwierigen Wettkampf, in den die Bahn geht, müssen wir auch neu darüber nachdenken, wo die Prioritäten sind. Und deswegen haben wir gesagt, weil die Menschen auch nicht nur über Bahn erfreut sind, sondern auch leiden unter dem Lärm, machen wir Lärmmessstationen, legen ein Netz über die Bundesrepublik
um unsere Aktivitäten für mehr Lärmschutz weiter nach vorne zu bringen? Machen wir mehr für den passiven Lärmschutz, liebe Kolleginnen und Kollegen, und investieren wir sowohl in Geld wie auch eine Planstelle, um ein europäisches Zugsicherungssystem einzuführen, damit wir hier mehr Kapazität auf die Schiene bringen können. Last not least, dieser Haushalt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist einer, der die Zukunft gestaltet, die Zukunft Deutschlands, die Wohlstand sichert, weil die Grundlagen über eine zukunftsgerichtete Infrastruktur mit diesem Haushalt geschaffen werden. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Oliver Krischer, Bündnis 90 Die Grünen.